Von Lettland aus sind wir dann wieder nach Klaipėda in Litauen gefahren und dort mit der Fähre dann auf die Kurische Nehrung. Dies ist im Übrigen die einzigste Möglichkeit, auf die Kurische Nehrung zu gelangen, denn auf der anderen Seite ist schon wieder russische Grenze bzw. russisches Staatsgebiet. Wir sind jetzt gleich auf der Fähre rüber auf die Kurische Nehrung, mussten wieder nach Klaipėda fahren und da fährt jetzt so eine Fähre. Es hat wie viel hat's gekostet? 36,90, 37 Euro oder sowas. Auch wieder ein bisschen teurer geworden. Unserem Reiseführer stand es kostet 30 Euro. Aber das ist also für hin und zurück. Ja, 36, 60 hin und zurück. Ja. Vor uns ist ein großer Bus. Und du musst jetzt wieder aufpassen da mit der Höhe. Ja, schräg auffahren, wenn es geht. Sonst reißen wir uns wieder das Abwasserrohr ab. Und Gott, das wäre nicht so toll. Das möchte ich auch nicht. Okay, gleich geht's los. Aber ich habe schon auf 7 Bar hinten hochgepumpt. Also die 4-5 Zentimeter, die habe ich jetzt schon mal gewonnen. Wir stehen auch relativ weit vorne. Wir sind zweite oder dritte. Ja, oder so. Ist die Fähre schon da? Ich gehe mal rausgucken. Okay. Unsere Fähre jetzt auf die Kurische Nehrung ist noch nicht da. Müssen wir noch warten. Wir sind draufgefahren auf die Fähre. Also die Hubstützen sind schon mal nicht hängen geblieben. Es war relativ steil und man konnte auch nicht gut schräg fahren. Eigentlich überhaupt nicht. Also überhaupt nicht. Und jetzt willst du gleich gucken, ob unser Abwasserrohr noch da ist. Ja, wenn wir auf der anderen Seite angekommen sind, werde ich mal anhalten und schauen. So, die Fähre ist gerade losgefahren. Da im Hintergrund eine Riesenfähre, eine Ostseefähre von DFDS. Und da werden wir wahrscheinlich dann auch mit unserer TT-Line in 4 Tagen ablegen. Auf jeden Fall ist das eine ganz, ganz lange Insel. Wir sind noch am Rätseln. Das ist eine Halbinsel, die aber auf der anderen Seite an Russland wiederum grenzt, also an die Enklave Kaliningrad. Und unser Campingplatz, zu dem wir jetzt fahren, der liegt im letzten Ort eigentlich. Ja, das ist der letzte Ort. Nieder, genau. Vor der russischen Grenze. Ja. Und mal schauen, ob ich da wieder mit dem Fahrrad an die russische Grenze fahre. Aber da sieht man ja auch nicht so viel. Ja, aber es ist lustig. Gut. Das ist jetzt die Einfahrt zum Nationalpark und jetzt müssen wir nochmal 30 Euro bezahlen für den Eintritt in den Nationalpark. Zahlung ohne Worte. Einfach nur das Gerät hingehalten. Ah ja, braucht man ja auch keine Worte. Einfahrt in den Nationalpark. Jetzt sind wir drin. Ich hoffe mal, dass die Straßen jetzt besser sind wie eben. Direkt nach der Einfahrt in den Nationalpark kommt man in den Ort Jodkrante. Wie man hier rechts sieht, wunderschöne Holzhäuser. Es gibt eine 2 Kilometer lange Promenade und hier kann man sehr gut Fisch kaufen. Auf der Nehrung gibt es im Grunde nur eine Straße, die sich durch die ganze Insel hindurchzieht und man sieht hier rechts schön auch den super ausgebauten Fahrradweg. Auf der russischen Seite hat die Nehrung noch Landzugang, dort braucht man also keine Fähre zu nehmen, aber man kommt ja jetzt nicht nach Russland rüber. Es gibt an der Straße immer mal wieder Parkplätze, wo bestimmte Strandzugänge erreicht werden können, wo man auch mal mit dem Wohnmobil stehen könnte. Unser Ziel ist aber der Campingplatz in Nida. Der Campingplatz liegt bei dem Örtchen Nida, kurz vor der russischen Grenze. Wir haben für die Übernachtung 35 Euro inklusive Strom bezahlt. Der Platz war ziemlich voll wegen eines Festivals, wir haben aber richtig Glück gehabt und noch einen schönen Stellplatz bekommen und zwar auch einen, wo wir dann Sattempfang hatten, recht nah an den Sanitäranlagen, nee, eigentlich total nah gleich gegenüber. Es ist sehr früh am Morgen, 6.30 Uhr
Und ich bin extra so früh mit der Videokamera rausgegangen, damit ich den Campingplatz Nidos Campinggas etwas aufnehmen kann, ohne die ganzen Menschen, die momentan hier sind. Eben im Bild war die Rezeption, im Hintergrund die Sportanlage. Links steht unser Wohnmobil, einer der vielleicht zwei oder drei Plätze, wo Antennenempfang hier möglich ist. Ansonsten gibt es nur sehr dichte Bäume. Da haben wir wirklich Glück gehabt. Hier ein Blick in die Duschanlage. Einfach, aber funktional. Der Waschraum und 5 Urinale und 5 Toiletten, die waren natürlich am Wochenende mit den vielen 100 Jugendlichen, die zum Festival hier waren, total ausgebucht und auch sehr, sehr dreckig. Jetzt, nach dem Wochenende, ist alles sauber und ja, man kann es gut benutzen. Während ich vorgehe zur Versorgungsstation oder Entsorgungsstation, muss man ja erst sagen, zu den Stromkästen. Was sich da alles an Stromkabeln angesammelt hat, ist spektakulär. An der Stromsäule, an der wir hängen, waren zeitgleich dran gewesen, also an 4 Steckdosen, ein E-Auto, 2 E-Roller und nochmal 3 Kabel mit, ja, China-Kracher, sagen manche dazu, also so einer billigen Mehrfachsteckdose. Also es ist unglaublich, aber die Belastung hat standgehalten. Ja, während ich das erzählt habe, hier ist die Entsorgung mit einem an der Wand hängenden Haken. Muss man hier die rote Platte hochheben und dann seine Kassette da rein entleeren. Ist wahrscheinlich auch für Grauwasser vorgesehen, muss man halt treffen. Hier nochmal 2 Schläuche für Frischwasser und ja, das andere ist Not to Drink Tap Water. Das ist die gesamte Fernentsorgung des Platzes. Und jetzt sind wir auch schon wieder auf der Rückseite angelangt. Hier an der Rezeption kann man sich Räder leihen und auch diese 2. Ja, ich weiß gar nicht, wie die heißen. 3-rädrige E-Scooter mit 2 Sitzen hintereinander. Sowas habe ich noch nicht gesehen, aber ist lustig. Haben wir allerdings nicht gemacht. Wir fahren lieber mit unseren eigenen Fahrrädern. Hier ein lustiges Auto, das eventuell zum Campingplatz gehört. Jägermeister-Werbung, Jägermeister-Farben und Kennzeichen. Etwas in der Ecke gelegen und versteckt, aber hier ist der Zugang zum Strand. Ja, so 5, 6, 7 Minuten, je nachdem wie schnell man läuft, durch den Wald, über eine Straße und dann geht es die Düne hoch und dann ist man an dem Strand, den wir euch später zeigen. Der Strandzugang hinter dem Campingplatz, links FKK und rechts mit Textilbekleidung. Wie man hier auch wieder sieht, endloses Meer. Endlos, endlos, endlos. Links ist jetzt Richtung russische Grenze und rechts Richtung Litauen. Anfang August und menschenleere Strände, wie wir es ganz oft in Litauen und Lettland hatten. Ich nehme euch mal mit über den Campingplatz. Es ist ja noch kurz nach dem Festival, also viele Festivalbesucher sind noch da und ein heilloses Durcheinander von Zelten, Autos. Niemand hält sich an die Markierungen. Das wurde aber dann 1-2 Tage nach dem Festival besser. Es waren ja nicht viele Wohnmobile auf dem Platz, das meiste waren Zelte, aber lustigerweise waren 3 oder 4 Carthago Chic Sea Line da. Und den Carthago Chic Sea Line, den ihr gerade im Bild gesehen habt, da gibt es auch eine kleine Story dazu. Das nette Paar dieses Carthagos war gerade angekommen, die hatten gerade den Stellplatz bezogen. Beide waren aus dem Fahrzeug ausgestiegen, der Fahrer hat den Schlüssel auf den Fahrersitz geworfen und die Fahrertür zugeschlagen, woraufhin sich das gesamte System verschlossen hat, also die Zentralverriegelung war zu. Zum Glück waren alle Kästen auf, alle Klappen waren auf. Und so konnte man dann auf meinen Tipp hin durch
die Klappe hinter dem Fahrersitz mit einem ganz langen Arm den Schlüssel auf dem Fahrersitz erreichen. Und der Urlaub war gerettet für dieses Paar. Auf dem Platz gibt es auch ein Restaurant, was sehr gut war. Vor allem gab es dort Riesenpizzen. Also eine Riesenpizza, 45 cm. Und ich möchte jetzt loslegen. Ja, dann leg los. Guten Appetit. Appetit. Und hier ein Schwenk nochmal 2 Tage nach dem Festival. Der Campingplatz hat sich deutlich geleert. Wir stehen nach wie vor in der Nähe von unserem Sanitärgebäude. Und es ist auch wesentlich mehr Platz jetzt, auch auf der anderen Seite. Wesentlich mehr Platz. Also so wie wir es eigentlich überall in Lettland oder Litauen erlebt haben, auf den Campingplätzen, sehr viel Platz. Die Ecke ist die Damentoilette. Hier ist etwas lustig, wenn die Damentoilette geputzt wird und dann wird auf das Männerklo verwiesen und die Damen nutzen die Männersanitäranlage. Aber auch umgekehrt, wenn die Männertoilette geputzt wird und dann wird auf die Damentoilette verwiesen und die Männer gehen bei den Damen in die Sanitäreinrichtung. Direkt hinter der Ausfahrt fiel uns dieser Anhängercontainer auf. Wir wussten zuerst überhaupt nicht, was es damit auf sich hat. Wir dachten an Schließfächer oder Kühlschrankanlage. Dann ist mir das norwegische Kennzeichen aufgefallen und ja, ich wurde immer neugieriger und dann habe ich mal geschaut. Leute, das ist ein Container, wo man sich hier am Terminal anmelden kann in verschiedenen Sprachen und dann kann man Lebensmittel bestellen und die werden dann hier geliefert. Das sind alles kleine Kühlschränke, nummeriert. Und wenn man dann eingeloggt ist, dann kann man sich an den Kühlschränken dann seine bestellten und bezahlten Sachen holen. Coole Sache. Vielleicht kennt das jemand, aber für uns war das total neu. Das ist, ja, schöne neue Welt. Und hier nochmal ein Schwenk zurück zum Campingplatz bzw. die Einfahrt vom Campingplatz. Die vielen Segelboote liegen im Hafen von Nida und das ist jetzt auf der Nährungsseite, nee, auf der Haffseite. Nährung heißt ja die Landzunge, also auf der Haffseite. Also nicht die Ostsee. Also nicht die Ostsee, sondern das Haff. Ein paar Ausflugsboote, wo man Ausflüge buchen kann, dann an der Nährung entlang fahren und die Dünen anschauen. Ganz da hinten am Horizont sieht man die berühmte Parnidis-Düne. Das ist eine sehr hohe Düne, die ist gleich direkt hinter dem Campingplatz. Da fahren wir später noch mit dem Fahrrad hoch. So, jetzt stehen wir hier an der Spitze von der Mole. Hinter uns grün-weiß der Leuchtturm. Ein ganz kleiner Leuchtturm und dann gibt es noch einen weiteren Leuchtturm und es gibt noch einen Leuchtturm da oben. Also ich sehe jetzt hier 3 Leuchttürme. Stimmt, du hast recht, 3 Stück. Ja. Das ist eine schöne Gegend hier. Erinnert doch eigentlich eher an einen Hafen in Südfrankreich, oder? Also ich weiß nicht, ob man mich versteht oder ob man was sehen kann. Ich versuche mal noch ein bisschen näher ran zu zoomen. Das sieht aus wie ein Unterwasser-Rasenmäher. Der hat vorne wie ein Rasenmäher was dran. Fährt irgendwie auf dem Wasser auf Ketten, hat wahrscheinlich Pontons unten drunter. Also sowas habe ich ja noch nie gesehen. Ein Unterwasser-Rasenmäher, der auf dem Wasser schwimmt. Wahnsinn! Hey Leute, tatsächlich. Jetzt kann ich leiser reden. Das Ding hat wirklich unter Wasser das Schilfrohr dort hinten abgeschnitten. Sowas habe ich ja noch nie gesehen. Jetzt macht er wahrscheinlich gerade mal eine Pause. Wir fahren jetzt gleich zurück und dann sehe das ja gleich nochmal auf dem Radweg oder vom Radweg aus. Was uns aufgefallen ist, dass das Fahrradnetz ziemlich gut ausgebaut ist und es macht Spaß, mit den Fahrrädern auf den Wegen entlang zu fahren. Hier zum Beispiel direkt am Wasser entlang, rechts der Ort Nida und links das Kurische Haff.
Links sieht man jetzt nochmal den lustigen Schilfrasenmäher. Rechter Hand die wunderschönen Holzhäuser von Nieder. Auch Thomas Mann hat hier eine Zeit lang gelebt und geschrieben. Und hier sind wir jetzt nach einem ziemlich steilen Anstieg oben auf der Panida-Düne angekommen. Grandioser Ausblick. Oh, ich bin jetzt ziemlich außer Atem, weil es gab einen ganz steilen Weg hoch die Düne. Das ging natürlich mit den E-Bikes im Turbo-Gang. Aber ich habe einen Claudius überholt. Das erste Mal, dass er mich überholt hat. Aber ich musste wirklich im ersten Gang hochfahren und habe ich schon nie gebraucht. Es ging so steil da hoch, das ist ja unglaublich. Ich glaube, ohne E-Bikes hätte man das nicht geschafft. Nee, also never, wir auf jeden never, Fall ever, nicht. Never, ever, never, ever. Aber dafür werden wir mit diesem traumhaften Ausblick belohnt. Ja, aber warte mal, wenn wir jetzt runterfahren, wer dann schneller ist. Ach so, die Masse. Ja. Geht nach unten. Da ist die russische Grenze. Da, wo die Masten stehen, das müsste die Grenze sein. Und dieser Riesenstrand hier, das ist schon direkt vor der Grenze. Das heißt, diese Halbinsel, die da hinten rausgeht, das könnte schon russisches Staatsgebiet sein. Ich glaube, Teil von dieser großen Düne, die man da sieht, ist auch auf russischem Staatsgebiet. Das kann sein, ja. Wenn ich den Mast da vorne sehe, der ist ja auch schon in Höhe von der, ja, in Höhe von der Düne ist er ja schon. Auf jeden Fall mussten wir jetzt nochmal irgendwo einkehren und haben uns dann den Hafen ausgesucht, wo es viele kleine Restaurants gibt. Und wie immer gibt es hier so einen Barcode, wo man dann die Karte runterladen muss. Und Claudius versucht das jetzt mal. Manchmal funktioniert es ja auch nicht. Sehr schönen Blick auf den Hafen hat man hier übrigens. Ihr wundert euch bestimmt, warum wir jetzt direkt hier sitzen. Ja, wir haben einen Ortswechsel gemacht, sitzen jetzt woanders, weil in dem Restaurant da am Hafen, wo wir eben waren, mit dem schönen Blick, hat man uns leider ignoriert. Bestimmt 20 Minuten lang haben wir uns bemerkbar gemacht, nichts. Angesprochen, also Blickkontakt wollten, mehrfach. Ja, die wollten irgendwie nicht, dass wir denen dann Geld da lassen. Ja, und der Hit war dann kamen vier Jugendliche, die sind an leeren Tisch und sind sofort innerhalb von einer Minute bedient worden mit zwei Bedienungen. Ja. Die waren also nicht überlastet. Ja, vielleicht waren das einfach so Stammgäste oder so, oder wir waren zu alt, die Oldies. Keine ja, wahrscheinlich Ahnung. Zu alt. Auf jeden Fall, hier sind wir gleich sehr nett bedient worden und haben schon ein schönes ungefiltertes, lokales Bier bekommen. Ja. Und haben jetzt auch mal was bestellt. Das hier ist ein typisch litauisches Gericht, kalte rote Beetesuppe mit Kartoffeln. So, wir sind ja momentan auf der litauischen Seite der Kurischen Nehrung, wenige Kilometer von der russischen Grenze entfernt. Und da fahre ich jetzt mal hin. Ein wunderbar angelegter Radweg. Mir kommt gerade so eine kleine Touristenbahn entgegen. Das ist ja lustig. Da steht es. Russland, Kaliningrad. Etwas weiter, Straße gesperrt. Also auf der Straße ist schon lange kein Auto mehr gefahren. So, jetzt bin ich an der Grenze, voll die Grenzanlage hier. Ich will da aber jetzt nicht so nah ranfahren. Deswegen drehe ich jetzt hier ab. Ich weiß nicht, ob man es sehen kann. Die Kurische Nehrung. Da oben sind wir
übergesetzt vom Festland, die ganze Strecke entlang gefahren. Die ganze Strecke, teilweise gute, teilweise sehr schlechte Straßen. Und dann kommen wir jetzt ans Ende. Hier ist unser Campingplatz. Und hier ist die Grenze eingezeichnet. Eine sehr interessante Erfahrung. Nach vier schönen Tagen auf der Burischen Nehrung ging es wieder zurück nach Klaipeda. Und von dort fuhren wir dann zu unserem Fährschiff, das uns nach Rostock bringen sollte. Und was uns dann auf der Fähre erwartet hat, seht ihr im nächsten Video. Und wenn euch unser Video gefallen hat, abonniert uns doch gerne. Tschüss, bis dahin, sagen die zwei Löfflers.